Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Aufgrund einer Stimmbandoperation hat sich meine Stimme verändert. Ich bitte um Verständnis. Ich will trotzdem versuchen, meinen Literaturkanal weiterzuführen. Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe. Heute geht es um das Thema Verlegenheit. Roland Barthes schreibt, die Verlegenheit, Betretenheit, Szene zu mehreren, in der die stillschweigende Voraussetzung der Liebesbeziehung wie ein Zwang wirkt und eine kollektive Verlegenheit erzeugt, die nicht ausgesprochen wird. Erstens, Werther ist im Begriff, Lotte eine Szene zu machen, und zwar kurz vor seinem Selbstmord. Aber diese Szene nimmt durch die Dazwischenkunft Alberts eine plötzliche Wendung. Man schweigt und geht mit verlegener Miene im Zimmer auf und ab. Man versucht sich an unverfänglichen Gesprächsthemen, die eines nach dem anderen wieder fallen gelassen werden. Die Situation ist gespannt. Warum? Weil jeder von den anderen in seine Rolle als Liebender, als Gatte, als Einsatz im Spiel wahrgenommen wird, ohne dass diese Rolle in der Unterhaltung Berücksichtigung finden könnte. Was so belastend wirkt, ist das verschwiegene Wissen. Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. Das ist die allgemeine Formel der Verlegenheit. Nackte, eisige Scham, die sich die Bedeutungslosigkeit der Worte zum Zeichen nimmt. Paradoxon, das Nichtgesagte als Symptom des Bewussten. Verlegenheit, das Wissen um Unausgesprochenes zwischen Personen. Was unterscheidet die Verlegenheit von Peinlichkeit und Scham? Sie kennen ja den Begriff sich fremdschämen. Wenn man sich schämt, dann teilt man mit den anderen einen Verhaltenskodex oder ein sittliches Werturteil, das durch die Tat in Frage gestellt wird. Das können zum Beispiel dumme Fragen oder dumme Antworten sein. Ich weiß, es gibt keine dummen Fragen. Ob es dumme Antworten gibt, das will ich dahingestellt sein lassen. Aber es gibt schon auch dumme Fragen. Ich selbst habe das erlebt, wenn wir am Mittwochabend unser Kolloquium an der Uni gehalten haben und auf den Vortrag anschließend Fragen gestellt wurden, die zum Teil wirklich ausgesprochen peinlich waren, weil sie gerade vorher im Vortrag beantwortet worden waren. Aber Sie kennen selbst ein Beispiel. Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück von Helen Fielding. In diesem Buch gibt es viele peinliche Szenen, die zum Fremdschämen aufrufen, die körperlich wehtun, weil die Bridget so Dummes sagt und tut. Aber genau das macht sie uns auch so liebenswert. Wir müssen über sie lächeln. Wir entwickeln ihr gegenüber Liebe. Und es kommt daher, weil sie diese steife englische Gesellschaft, in der sich immer alle korrekt verhalten, durch ihre natürliche Art und Weise aufbricht. Es gibt zwei andere Beispiele aus der jetzt großen, hohen Literatur, in denen es um Verlegenheit geht. Das eine Beispiel, beide Beispiele stammen aus dem hohen bzw. späten Mittelalter. Das eine Beispiel stammt von Hartmann von Aue. Hartmann von Aue hat um 1200 einen Roman, einen Versepos geschrieben, Erik und Enite. Und in diesem Roman geht es darum, dass der Hauptheld Erik in Verlegenheit gerät. Und an diesem Versepos, kann man sehr schön feststellen,
beschreiben, woher das deutsche Wort verlegen kommt. Es stammt nämlich von dem, von der Vorstellung, dass jemand sich durch langes Liegen, dass er träge wird, dass er Schaden nimmt. Und genau das geschieht in diesem Vers-Epos. Erik und Anita haben geheiratet und Ritter und Dame betreiben zu viel Sex, um es so zu sagen. Sie liegen zu oft zusammen im Bett, auch tagsüber, und entziehen sich dadurch ihrer Gesellschaft. Sie gehen ihren gesellschaftlichen, höfischen Pflichten nicht mehr da nach, und dadurch geraten sie nimmt ihr Ruf Schaden. Ich zitiere Ihnen diese wenigen Verse. Erik: Er liebte sie so sehr, dass ihm alles Ansehen allein ihretwegen gleichgültig wurde, bis er sich so sehr verlegen hatte, dass niemand mehr Achtung vor ihm empfand. Anita kommt das zu Ohren. Sie muss es Erik gestehen, dass der Hof hinter ihnen tuschelt, und die beiden müssen nun auf Aventüre gehen, um ihren guten Ruf wiederherzustellen. Beide haben gegen den Verhaltenskodex der ritterlichen Gesellschaft verstoßen. Sie haben keinen Triebverzicht geleistet. Sie haben sich dadurch nicht von den unteren Ständen abgegrenzt, so will es das ritterliche, die ritterliche Ehre. Und sie müssen nun durch Aventüre sich wieder bewähren, um wieder sich nach unten hin abgrenzen zu können und in den Kreis der Ritter aufgenommen zu werden. Ein anderes Beispiel, das andere Beispiel stammt aus Dantes Commedia, aus Dantes göttlicher Komödie. Das ist ein Beispiel, was ich sehr liebe. Dante hat mit seinem Begleiter Vergil das Fegefeuer durchlaufen und trifft am Ende auf eine Jugendliebe, Beatrice. Und diese Jugendliebe bringt ihn nun wirklich in Verlegenheit. Sie wirft ihm vor, dass er vom richtigen Wege abgekommen sei, kaum dass sie ihn verlassen habe. Es steht dann im 30. Gesang, dass er eben durch ihr vorgeworfen wird, dass er sich irdischen Freuden hingegeben habe und dass er die geistigen, guten und hehren Ziele aufgegeben habe. So lautet ihr Anklage. Also Dante hat eben auch wie Erik keinen und Anita keinen Triebverzicht geleistet. Und nun schämt sich Dante und er senkt den Kopf, und Beatrice fährt in ihren Anklagen fort, und das heißt nun im 31. Gesang folgendermaßen: So wie die Kinder lautlos und beschämt die Augen niederschlagen, hören und die eigene Schuld erkennen und bereuen, so stand ich da. Und sie versetzte: Wenn, was du gehört, dich schmerzt, so heb den Bart und lass noch mehr dich schmerzen, was du siehst. Es lässt sich mit geringerem Widerstand ein wetterharter Eichbaum wohl entwurzeln vom Sturm aus Nord oder aus Afrika, als ich auf ihr Gebot das Kinn erhob. Und wie sie Bart verlangte für Gesicht, bemerkte ich wohl den Stachel in den Worten. Dante hat vor lauter Scham den Kopf gesenkt, und Beatrice hat ihn praktisch am Bart ergriffen und gezwungen, den Kopf zu heben und in ihr in die Augen zu schauen und seine Schuld zu gestehen. Die Situation ist gespannt, wie Roland Barthes sagt. Nackte, eisige Scham hat Dante ergriffen.
Dennoch ist die Situation anders als die, die Roland Barthes beschreibt. Denn hier wird ja die Anklage ausgesprochen. Das Wissen ist nicht verschwiegen, sondern wird der Öffentlichkeit präsentiert. Der Leser verfolgt gespannt, was da zwischen Beatrice und Dante passiert. Ich zitiere wieder Roland Barthes. Ich bin von der Szene gebannt und gleichwohl hellwach. Meine Aufmerksamkeit ist Bestandteil dessen, was sich da abspielt. Die Szene ist ohne Außen und doch lese ich sie. Es gibt keine Bühnenrampe, sie ist extremes Theater. Daher das Unbehagen oder für manche Perverse die Wollust. Also im Unterschied zu dem, was Roland Barthes beschreibt, wird hier ja eigentlich eine Anklage ausgesprochen. Und dennoch ist das Kriterium der Verschwiegenheit gegeben. Das Kriterium der Unausgesprochenheit ist auch in diesem Fall erfüllt, nämlich seitens des Lesers. Auch der Leser oder Hörer der Verse Dantes gerät in Verlegenheit. Denn der Vorwurf, den Beatrice an Dante richtet, trifft letztlich auch ihn. Wer ist wirklich als Mensch frei von Schuld, hat wirklich immer verzichtet und ist nur hohen und hehren Idealen gefolgt? Also ein Normalleser im späten Mittelalter und ich denke bis weit in die Moderne hinein, muss es wirklich mit Verlegenheit erfüllt haben, muss Charme erfüllt haben, wenn er diese Verse Dantes in der Göttlichen Komödie gelesen hat.